Ich bin bereit. Alter, was hast du mit dem Eis gemacht, ey? Ja. Noch okay. Mehr. Ach so, ich dachte schon, du hast das so wie so eine Echse so weg. Boah, Digga, morgen muss ich aber einkaufen, ey. Kannst du ja machen, morgen bin ich nicht verfügbar. Yes, dann fahre ich morgen schön zum Real nach der Arbeit, Alter. Ich will nämlich Barilla-Nudeln haben, weil ich mag alle anderen Nudeln irgendwie nicht mehr. Und dann gibt's morgen selbstgemachte Bolognese und Parmesankäse, Alter. Hallo, oh ja. BB. Gut. Danke. Ich mach meine Bolognese mit einer Paprika-Tomaten-Sahnesoße, wo passierte Tomaten, passierte Paprika, passierte Zwiebeln, passierter Bacon, der vorher angebraten wird, aber der wird so passiert, dass der nicht mehr existent ist, nur noch der Geschmack von diesem geräucherten Bacon. Was ist da nicht passiert? Nicht passiert ist, dass das nicht schmeckt. Das ist meine Speziale. Und dann kommt da Grana Padano drauf. Frisch aus der Kühlung, nicht so ein scheiß getrocknetes Zeug aus der Dose. Haben wir auch immer nur gehabt. Was sagst du, Lukas? Was kommt da drauf? Grana Padano, das ist ein Parmesan, aber der ist frisch und in der Kühlung. Der ist deutlich leckerer und frischer und intensiver vom Geschmack als so ein scheiß Parmesankäse aus der Plastikpackung, der einfach im Regal steht. Ja. Fische. Sekunde, ich muss ganz kurz das Eis inhalieren. Tu das. Ach, wir sind bei C&A. Westlich direkt Schüsse. Da ist ein Immo. Yes. Immer Schloss hier. Ja. Okay, wir gehen hier rein. Loot-Truhe. Das ist der Hinweis. Ja. Bleib du mal bitte hier drin und gib mir Deckung. Bist du noch Fallen? Nein, ich stelle Fallen. Das finde ich auch gut. So. Ja, hier sind Feine. Gesundheit. Gesundheit. Ja. Südosten. Kommen wir hier rein.
Wenn die hier die Tür reinkommen, sind sie sowas von tot. Ja. Ist wieder weiß. Hm. Westen. Ja, ist wieder rot. Ja, Schloss. Die sind immer noch Süd-Südost. Ich habe einen springen hören. Pass hinter dir auf die Tür auf. Ich habe da zwar links, rechts daneben Fallen gelegt zum Horschen, aber Deckung geben kann ich dir von hier aus keine. Bitte, dass sie in unsere Falle laufen, ne? Ja. Du bist übrigens am Zug, was Schrot angeht. Ich hab nur eine Winfield und einen Kettenrevolver mit Fächern. Okay. Rosin und... Ja. Bist wieder weiß. Ich hab, Ach, du warst gerade in der Sicht, ne? Ja. Solange wir uns jetzt nicht auffällig verhalten, haben wir den Vorteil. Rechnen hier auf jeden Fall drumherum und kannst von. Was hast du dran, Doc? Ja. Welche Idioten? Ja. Dann sollen sie 50 Euro blechen, wenn sie erwischt werden ohne Schutz. Egal. Also wie gesagt, ich habe unten welche. Ich wollte eigentlich hochholen, aber da ist es. Ja, ich... Ja. Da steht nichts dabei, ob das Voll- oder Teilzeit ist. Yvonne. Hm? VR aufnehmen. Wieder rot. Ja, das Porträt schon, der Hinweis nicht, das heißt, ich komme von der anderen Seite, von Westen. Ja.
Einer ist auf dem Blechdach. Ja. Ja, das war hier oben rechts am Gang. Yes. Das war unten. Ich glaube, der ist westlich in die kleine Hütte gegangen mit der Leiter. Glaube ich auch. Ja, kommt schon, Leute, seid blöd. Ja, das war's fast. Yes. So, jetzt horchen. Einer ist auf jeden Fall noch hier. Ja, der ist auch hier. Der kriegt Besuch, glaube ich, vom Immo, hä? Ja. Okay, hinter, hinter, hinter. Yes! Ach fuck, wieso kann ich ihn nicht löschen? Kann man nicht löschen. Ah, doch, ich habe eine Idee. Ja. LOL! Nein, gib mir meinen Kettenrohr wieder. Das war doch mal wieder eine nice Vorstellung. Hier ist einmal. Ach nee, Lootkiste haben wir schon genommen. So. Next! Ah. Ja, nee, komm. Okay, ich habe jetzt nur noch eine Falle. Das ist die hier draußen mit dem gelben Fass. Ja. Weiß. Ich hab noch eine Stacheldrahtbombe. Ja, warte noch. Ja. Das zieht nämlich auch gewisse Aufmerksamkeit auf sich, deswegen. Lass uns sie erstmal sauber machen und dann. Ja. Hörst du was? Ja.
Boah, wenn jetzt noch einer in das Fass reinläuft, ne, dann feier ich das. Östlich, südöstlich sind sie. Im Matsch. Einer ist tot. Hier in der Leiter hochgekommen. So, und der andere ist nicht in der Nähe. Der ist mindestens 30 Meter weg. Könnte also ein Solo gewesen sein oder ein Sniper-Freund hängt im Südosten. Geht die Möglichkeit, den anzuzünden? Der hängt halt am unteren Ende der Leiter. Ich weiß auch nicht, ob das gesund ist, da jetzt rauszurennen. Weil von hier aus kriege ich ihn nicht angezündet. Das wollte ich wissen. Also wenn der noch einen Kumpel hat, der ihn jetzt holen will, dann kommt er von Südosten. Oder er schleicht schon irgendwo ums Haus rum, aber der kann nicht so nah sein. Hörst du irgendwas? Nein. Hier unten bei seiner Leiche krabbelt jetzt ein Zombie rum. Boah, wenn der jetzt aufgeschreckt wird von irgendwas, dann weiß ich sofort Bescheid, ey. Du gerade gesprungen? Untergesprungen, ja. Okay. Ich gehe mal das Risiko ein. Kommt mir nicht gut vor, wenn der da einfach nur rumliegt. Ja. Bleib aber bitte komplett in Deckung, dass der dich nicht aus der Tür snipern kann, ja? Ja. Schön, dass da auch noch eine Ölspur ist. Das heißt, es brennt die ganze Zeit jetzt. Geil.
Er hat nicht mal die Chance, ihn zu löschen. Brauchst du eine Steckungsbombe? Ja, bringt das auch Ölteppich zum Schweigen? Ja. Ah. Krass, dass der eine eben durch ein Explosionsfass gestorben ist, ne? Ja. Würden sich so kein Ziel ist vorhanden. Ja. Der Jäger, den ich hier an der Leiter erschossen habe, das war ein kostenloser. Der hatte eine Handarmbrust und eine Kampfaxt. Ja, das sehe ich genauso. Soll einer von uns anfangen, das Vieh mal mit Fackeln zumindest zu beschmeißen, wenn welche drin sind? Haben wir hier. Ne, hier nicht, aber vielleicht im Raum. Oh, guck mal. Yes. Bessere Idee. Das ist der Meuchler, ne? Viel Spaß mit dem Hammer. Please open the door. Hast du deine Ausdauerspritze genommen? Ja. Sollst du vielleicht vorher machen, ne? Okay. Have fun. Mit dem Sledgehammer kannst du deinen Angriff unterbrechen. Ja. Furchtbarer Fehler, Mann. Ich weiß nicht, warum ich das besser mit seiner Angriffe quasi unterbrechen kann, ist das voll geil. Bitte die Tür auf. Ja.
Tja. Kakerlaken auf der Nase lassen. Ja. Ja. Direkt hier vor der Tür. Es sind auch ganz viele Fackeln, aber ich suche jetzt mal nach Fallen. Ja. Keine Fallen. Nur Fackeln. Okay. Gesundheit. Dankeschön. Von der anderen Beute, die versuchen, meine Farm zu kommen, da auszuwählen. Ja. So, verbannen. Ja. Der Jäger da immer noch. Müsste ich hier mal gucken. Aber eben lag er da noch. Oh, okay. Hältst du die für mich von innen offen? Selbstverständlich. Ja, der ist da noch. Echt? Ja, vielleicht war da wieder so ein Einzelspieler, oder? Wirkt fast so, ja. Die anderen sind da. Sehr nice. Drei tot. Hier fünf raus. Hier sind sechs, sieben. Oh. Speziell nicht mehr ganz so viel. Mhm. Ich feiere das recht hart ab gerade, ne? Dass wir jetzt die zweite Runde so gut gewinnen hier. Also offensichtlich. Weiß ja noch nicht, was passiert, aber, ne? Ja, und bei uns am. Auch ein Ausgang. Ach, nice. Was denn? Da hinten ist ein Fass, ein Explosionsfass. Auf dem einen Balkon. Ich baue mal gerade eine Falle ab und setze die daneben. Jo. Ich hab gedacht, du musst raus, habe ich dir gerade die Tür aufgehalten. Nee, nee, alles gut. Ja. Ich habe morgen übrigens doch keine Migration, das ist jetzt ausgefallen. Das ja. Heißt, ich werde morgen nach der Arbeit echt kurz einkaufen, dann werde ich was kochen und dann werde ich weiter YouTube machen, Alter. Ich habe fast alles, was fertig gerendert war, hochgeladen. Und dann werde ich den Rest rendern lassen, über Nacht wieder von morgen übermorgen. Oh, perfekt. Ich hab fast 30 Folgen Antwort. Ach,
Dann machen wir den obligatorischen. Nein. Nix. Dann Süden. Hier in die Richtung Südosten. Okay. Nichts um uns rum. Echt. Oh, Hunde! Oh, fuck! Aua! Au! Danke! Nichts. Nice. Boah, wir haben 2 Runden in Folge so krank abgesahnt, ey. Mega geil. Wie sieht es denn bei dir aus heute? Wie lange würdest du noch machen? Stündchen anderthalb würde ich noch machen. Ja, okay. Ich denke mal, ab 22 Uhr können wir vielleicht auch mit einem Nils nochmal rechnen. Ja. Der hat heute Zeit, hat er gesagt. Das ist doch schon mal.